So, hallo liebe Leute, ich bin zurück auch bei Sweet Transit. Und bei Sweet Transit gab es ein größeres Update mit etwas neuem Content. Und irgendwie befürchte ich, dass das vielleicht das Safe Game oder den Speicherstand, wie auch man es nennen will, vielleicht zerrungst. Wie ich immer so gerne sage, ja, es gab ein Update für Elektrozüge. E-Logs gibt's und ein DLC mit einigen neuen Zügen, das habe ich mir gekauft, obwohl ich eigentlich DLCs völlig ablehne. Naja. Ich bin ja immer so ein Verfechter von, ja, wie es bei RCT war, ein großes Add-on-Pack, was man sich kaufen kann, anstatt immer diese kleinen DLCs für 1 Euro, 2 Euro, was sich dann irgendwann auch summiert. Aber gut, jetzt habe ich es gemacht. Ja, und bei diesem Update gibt es neu ja, auch Kraftwerke und ja, Stromleitungen und sowas. Das Electrifying Update ist das. Und einige neue Loks, ne, glaube ich. Zwei E-Loks und das DLC, das ist hier. Gucken wir kurz rein. Zwei neue Hochgeschwindigkeitszüge, zwar ein Dampfzug, ein Dieselzug, ein Düsenzug. Ein elektrischer Zug, ein elektrischer Lager, elektrische Lagerwaggons und Siedlungsdekorationen. Da bin ich mal gespannt. Ah, die wichtigste Frage ist natürlich, wird das Safe Game das überleben? Und die Frage ist jetzt, welches war denn das jetzt? Ach ja, LP3 bestimmt, ha? Ja, genau. So, gucken wir mal. Was das Spiel dazu sagt. Ich habe es vorher nicht ausprobiert. So, hier steht immer alles, was es neu gibt. Man muss da Pause machen oder zurückspulen. Windkraftwerk, Offshore-Windkraftwerk. Kam jetzt frisch rein. Ja, es scheint. Es scheint jetzt nichts. Keine negativen Auswirkungen zu haben. Genau, also hier haben wir es nochmal. Kohlekraftwerk, Kühlturm, Turbine. Strommast, Umspannwerk haben wir, die zwei Loks, ST40, Bier hat uns nochmal Loks gegeben, hier haben wir jetzt nochmal Loks, Windkraftwerk und das Offshore-Kraftwerk, ja, baue ein Kohlekraftwerk, das wäre ja jetzt im Prinzip das nächste Ziel und dass wir die Souvenirs will ich schon sagen. Ich meine die Achievements nicht bekommen haben. Das liegt einfach daran, dass wir ja in den Einstellungen am Start irgendwas geändert haben, dass es ein bisschen leichter wird. Und da zählt das dann halt nicht. So, was müssen wir jetzt hier noch bauen? Offshore und dann hier irgendwas für die Lok. Boah, ein Kohlekraftwerk. Gehen wir jetzt schon auf Elektro. Na gut, ich glaube, das Problem ist, dass wir ja noch gar keine Elektro-E-Gleise haben. Oder macht das automatisch? Muss man die umrüsten? Oder kommt das noch später mit einem Upgrade? Wahrscheinlich brauche ich erstmal das Kohlekraftwerk dafür. Aber das ist natürlich gut, weil da haben wir wieder was Neues zum Bauen. So, das Problem ist es leider, dass das Kohlekraftwerk natürlich hier ganz unten ist. Und die Frage ist, würde das Sinn machen, das Kohlekraftwerk hier irgendwie mit dran zu flanschen? Vielleicht. Achso, es kam noch ein Kommentar übrigens vor der Pause, dass ein Zuschauer, der auch Sweet Transit spielt, hat geschrieben, dass er sowas, was wir hier machen, dass die Märkte über x Sachen versorgt werden. Das macht er nicht, sondern er macht halt, dass jeder Markt einmal komplett die Infrastruktur mit allen Feldern und sowas bekommt. Hier sieht es aber aktuell gut gefüllt aus. Ich meine, wenn das jetzt auch so wie bei uns funktioniert, ist in Ordnung, aber so kann man es natürlich auch machen. Hat natürlich einen Vorteil im Hinblick auf die Arbeitslosenzahlen, dass man die dann schön niedrig hält, wenn man alles hat. So, jetzt war erstmal unser Kraftwerk. Mal, muss ich noch kurz mal in die Reihenfolge gucken. Ach
Achso, da gibt es dann die Lok hier. Das heißt, wir brauchen das Kraftwerk. Die Stromleitung. Und ein Windkraft. Na gut, da ist natürlich die Frage, ob man nicht direkt auf Windkraftwerk geht. Aber das Problem ist halt, dass ich dann... dass er dann hier nicht weitergeht. Ich könnte das Kraftwerk bauen und dann wieder wegreisen. Dann könnte man nämlich direkt auf Ökostrom gehen. Sag ich mal. So, hier haben wir jetzt, braucht 12 Kohle pro Minute und steht aber jetzt nicht da, was das produziert an Strom. Bloß eine große Menge elektrischen Strom steht da, ja. Hochspannungsstromleitung, ach, hier haben sie wahrscheinlich die Beschriftung falsch gemacht. Niederspannungsstrommast und Hochspannung. Ein Umspannwerk. Niederspannungsstrommast, Windkraftwerk. Ach, hier steht es bei Windkraftwerk. 20 Megawatt. Ist das viel für ein Windkraftwerk? 20 Megawatt? Gleich mal recherchieren. Ein Windkraftwerk ist im Durchschnitt 90 bis 130 Meter hoch. Der Rotordurchmesser liegt bei 90 Metern und die Nennleistung bei 2 bis 5 Megawatt. Offshore im Meer bis zu 15 Megawatt. Quelle, die Webseite von NBW. Also da ist das ja hier mit den 20 Megawatt ja schon sehr, sehr optimistisch hier. Achso, ja nicht verkehrt, ist ja nicht verkehrt. So, ich würde erstmal hier ein Kohlekraftwerk hinstellen. Es muss ja nichts produzieren, so. So, jetzt hätten wir das erstmal. Und jetzt können wir es wieder wegreisen. Zack. Aber was mache ich denn dann mit dem Strom? Kann ich damit irgendwelche Betriebe noch effizienter versorgen? Oder ist das wirklich bloß für die Eisenbahn? Oh, was habe ich jetzt hier für ein Menü? Hier sehe ich nochmal gleich alles. Ach, das sind die Loks als Deko. Ah. Verstehe. Die Loks als Deko. Ah ja. Oh, hier brauchen wir 12.000 für Jet. Wobei ich fast schon denke, dass wahrscheinlich dann alles auf Elektro umgestellt wird. Könnte ich mir vorstellen. Die 12.000 auf Jet-Treibstoff würde ja bedeuten, dass wir hier irgendwie eine doppelte Produktion, dass hier doppelt so viel rausgehauen werden muss. Wobei auch hier viel hängen bleibt. Oh, die haben das hier gefixt, dass man hier einfach besser... oh, Geschirrspüler ist fertig. Dass man hier besser... geht das jetzt ein bisschen aufwärts, dass man die 12.000 so schafft, auch wenn das natürlich völliger Schwachsinn ist, das so zu machen. Würde das Ganze auf jeden Fall ein bisschen beschleunigen. Und wenn das Spiel das so hergibt, warum nicht, ne? Kaffee pro Minute, da müsste man auch gucken. Müsste man ja auch nochmal 5 von den Dingern bauen. Eieiei, na, ob ich das so will. Hm. So, wann kommt denn der Jet-Treibstoffzug zurück? Oh, jetzt fällt es wieder zurück. Okay. Wahrscheinlich müsste man irgendwie 2, 3 Jet-Züge. Oh, es geht's abwärts. Ich glaube, das funktioniert doch nicht so, weil der Zug zu langsam fährt. Oder ist ja Stau, weil ja gar nichts mehr ankommt? Nö. Oh, doch. Ja, okay. Was willst du? Ach, da wollte ich einfach bloß umlenken. Nee, das ist ungünstig.
dann lag es doch am Stau. So, warte mal, zum Depot bringen, dass sich das hier wieder auflöst. Der hat sich, glaube ich, irgendwie verfahren hier. Na gut, bauen wir jetzt erstmal ein Offshore-Kraftwerk, ein Windkraftwerk. Gibt es ja eigentlich auch Leute, die dann so aufmucken dagegen und sagen, nee, das wollen wir nicht haben. Gucken wir mal. Wo haben wir es denn? Aber was kann ich denn dann machen damit? Achso, warte mal, das ist jetzt... Ach, das kann ich jetzt auch bloß nur an bestimmten Stellen bauen. Müsste man das hier so auf die Insel klatschen, aber das Problem ist halt, dann kriegst du die Leute halt dort nie hin. Aber wenn ich das hier so hinstelle, könnten die, was brauchen die normale Arbeiter? Ich lasse einmal hier so hin. Kann ich das drehen? Achso, Q und E zum Drehen. Geht aber nicht. Der will, dass ich 100 Windkraftwerke baue. Och nee. Ist das dein Ernst? Aber es lässt sich nicht drehen, ne? Q und E, nee. Da suche ich mir vielleicht doch eine Stelle, wo ich Platz habe. Hier, die Isle de Windkraft. Ist die Frage, ob ich dann hier überhaupt drauf bauen kann. Genau, die Isle de Windkraft ist das hier. Bauen wir einfach mal. Gucken wir mal, was wir damit machen können. So, eins gebaut. Zwei gebaut. Achso, wir müssen auch noch einen gewissen Abstand haben. Drei gebaut. So ein bisschen versetzt gebaut, dass die sich halt den Wind nicht gegenseitig mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das real überhaupt so ein Thema ist, der Windschatten. Aber könnte ich mir schon vorstellen. So, jetzt habe ich hier eine Windkraftanlage. Na gut, das muss ich jetzt nach dem Stau erstmal wieder eintingsen hier. So, jetzt muss ich da bestimmt irgendeine Hochspannungsleitung bauen. Mit ein bisschen Abstand. So, und da ist jetzt die Frage, wann muss das Umspannwerk kommen? Ist das sinnvoll, wenn das nah am Verbraucher ist? Oder ist das sinnvoll, wenn das direkt hier umgespannt wird? Hm. Ich bin kein Physiker, ich bin kein Stromexperte. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kann es auch sein, dass es in dem Spiel gar nicht so dargestellt ist. Dass man das braucht. So, jetzt bauen wir. Kann man das auch drehen hier? Ah, doch, man kann doch übers Wasser bauen. Sehr gut. Es darf aber auch nicht unendlich lang sein. So wie das hier aussieht. Oh, eine Nachricht kommt rein. Sweet Transit wird grün. Zwar haben sich nicht viele Bewohner von Sweet Transit über den Rauch aus den Schloten der Koloniefabriken beschwert, da dieser Dampf von Eisenbahn ähnelt, dennoch verkünden sie mit Stolz, dass einige Fabriken ab sofort mit grüner Energie betreiben werden sollen. Mit Bauten wie Windkraftwerken wollen diese Fabriken dieselbe Energieleistung erzeugen, gleichzeitig aber den Grad der Verschmutzung eindämmen.
Ja, ist doch eine coole Sache. Neue Stadt gegründet. Ach, Felddorf, es gibt doch, das gibt's doch schon lange.